360 Football hier mit dem zweiten Video zu der Videoserie, wie man den eigenen individuellen Trainingsplan erstellt. Das erste Video findet ihr hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das unbedingt zuerst abchecken und bei uns geht's weiter. Du hast ja vorher auch darüber gesprochen, über diese Belastung an sich oder bei den Extra-Trainings. Gibt es auch Dinge, die man machen kann, wenn man jetzt 6-7 Mal trainiert, Spiel hat, die man eigentlich wie immer machen kann, was vielleicht gar nicht so eine Belastung ist, aber trotzdem einen riesen Nutzen mit sich bringt an sich? Ja, also es gibt... Also für extrem ambitionierte Spieler, ja, die jetzt einfach wirklich dieses Feuer haben und nicht den Glaubenssatz, ich muss jetzt das machen, sondern ich habe einfach Bock, das zu machen. Und, ja, also es gibt sicher kleine Dinge, die man eigentlich ins Training mit reinnehmen kann, die ja große Unterschiede machen können mit der Zeit. Ich denke jetzt daran, so beim Aufwärmen sieht man zum Beispiel die Spieler immer zusammen ein bisschen passen und so, dass man sich nur schon da zum Beispiel mal konzentriert, ja, ich nehme jetzt am Anfang nur immer den schwachen Fuß, statt locker irgendwie etwas zu machen, nur schon da konzentriert sein. Ja. Dann hat man vielleicht 10 Minuten mehr von einem Training, wo man sich sowieso bewegt, aber wo man noch mal konzentrierter dabei ist. Okay, ich nehme jetzt mit dem schwachen Fuß an, spiele immer so und dann machst du das über ein paar Monate. Smart, ja. Gleich eigentlich die Zeit zu nutzen im Training, wie jetzt das ein bisschen warm machen individuell, dass man das gleich auch konzentriert macht, den schwachen Fuß gleich optimiert. Das ist smart, würde ich sagen. Also das ist genau, man verliert keine Zeit und wenn man das aufsummiert, dann sind es vielleicht 30 Minuten oder so mehr pro Woche, wo man konzentrierter an etwas arbeitet und schon nach ein paar Monaten sieht man trotzdem einen Unterschied. Oder etwas anderes, das braucht vielleicht nochmal 10, 15 Minuten Zeit, aber auch nach dem Training, statt jetzt auslaufen oder so, könnte man auch den Ball hochnehmen, jonglieren, verschiedene Übungen machen, die eine sehr niedrige Belastung eigentlich haben, aber die Technik verbessern. Okay, also ja, ich denke, das macht schon Sinn. Also ich denke, viele technische Übungen sind ja nicht sehr belastend an sich für den Körper, oder? Müssen es nicht unbedingt sein, ja, genau. Jetzt zum Beispiel den ersten Kontakt zu optimieren, wenn man mit einer Wand spielt oder so. Ich denke, das geht der noch. Puls geht ja nicht extrem in die Höhe und das könnte man ja auch machen, wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich habe so ein Feuer in mir, ich möchte da wirklich noch ein bisschen mehr machen, dann so an technischen Sachen zu arbeiten, dass da die Grundlage brutal wird, was du ja angesprochen hast, was sehr, sehr wichtig ist, wäre das eine Möglichkeit entsprechend. Genau, genau, zum Beispiel, oder sag mal, du spielst nicht und dann sind ja die meisten halt so locker, spielen ein bisschen den Ball rum, vielleicht auch dort ein bisschen konzentriert, dann schon hast du wieder ein paar Minuten seriöser trainiert oder den Touch verbessert, ohne dass du jetzt irgendwie mehr Zeit investiert hättest oder eine viel größere Belastung hättest. Ja. Jetzt haben wir ja viel darüber diskutiert, wie kann man extra Trainings machen etc., wenn man schon eine relativ hohe Belastung hat, also wenn man 5-6 Mal die Woche trainiert. Jetzt ist sicher noch interessant, was ist denn, wenn man nur 2 oder 3 Mal Trainings hat in der Woche? Wie sieht da so ein optimaler Plan aus? Wie soll man da so vorgehen? Dort wird es eigentlich schon wieder ein bisschen komplizierter. Da muss man Verschiedenstes beachten und am besten ist eigentlich auch, wenn man ein gewisses Körpergefühl entwickelt. Okay. Man kann natürlich viel mehr individuell machen oder muss man auch machen, wenn man wirklich nach oben kommen möchte. Man sollte aber auch immer beachten, wenn man dann, ich sage jetzt mal 3, 4 zusätzliche Einheiten vielleicht sogar macht, dass man schaut, dass man nicht zu viel macht, trotzdem auch wieder. Okay. Da geben wir den Spieler eigentlich immer mit, wenn du schon vor deinem Mannschaftstraining zum Beispiel müde bist und das über eine längere Zeit, sagen wir 1, 2 Wochen, dann ist das auf jeden Fall das Zeichen, dass du zu viel machen musst. Also dort mal der Grundsatz, das Körpergefühl entwickelt, genauso viel zu machen, dass du aber nicht über eine längere Zeit zu müde bist. Weil es gibt dann die Überambitionierten, die machen dann extrem viel, sind dann aber träge im Mannschaftstraining und auch im Spiel. Ja. Und das macht natürlich wenig Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Das mal vorneweg und das muss man auch selber ein bisschen spüren. Ansonsten würde ich sagen, sicher einmal in der Woche etwas Athletisches einbauen. Ja. Mit Sprints, also Maximalsprints, auch etwas für die Schnelligkeit. Schnelligkeit, tun. Weil das kommt im Mannschaftstraining sicher zu kurz, gerade wenn sie nur 2, 3 Mal trainieren. Das ist sehr wichtig und dort,
die Basics natürlich gut aufwärmen, schauen, dass man nicht zu müde ist vor einem Schnelligkeitstraining, dann die Sprints 100% durchziehen, viel Pause zwischen den Sprints, ja, mal ganz, okay, ganz kurz angesprochen, ja, das sich einmal in der Woche einbauen, dann ebenfalls für seine Position etwas machen, mhm, das geht dann wieder in das Gleiche rein wie bei den Ambitionierten, genau, ja, also bei den Spielern, die schon viel trainieren, die schon höher spielen, und dann auch Krafttraining, ja, 1 bis 2 Mal pro Woche, ja, würde ich sicher mal einbauen. Wenn jetzt jemand erfahren ist, kann er auch in der Offseason, also wenn es keine Meisterschaft, ja, ist, vielleicht auch 3 Mal machen, und sicher versuchen, 1 bis 2 Mal noch zusätzlich etwas mit dem Ball zu machen, also an der Technik zu arbeiten. Alles klar. Dort kann man natürlich schauen, dass man vielleicht etwas mit niedriger Belastung macht mit dem Ball, ich sage 20, 30 Minuten, und dann zum Beispiel das Schnelligkeitstraining danach. Mhm. Geht aber nur, mhm, wenn das wirklich eine tiefe Belastung, ja, ist vom Techniktraining. Aber so kann man auch Einheiten ein bisschen zusammennehmen. Oder wenn das Mannschaftstraining vielleicht nicht so intensiv ist, kann man auch mit dem Ball schon vorher arbeiten, sei es Ballkontrolle, mhm, erster Kontakt, Schuss etc. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, alles oder klar. Oder beispielsweise vor dem Mannschaftstraining technisch zu arbeiten, zu trainieren und dann vielleicht noch ein paar Flanken oder Schüsse zu machen. Ja. Das ist immer das Zusätzliche. Ja, alles klar. Sehr, sehr vereinfacht, ja, natürlich jetzt. Ja. Genau. Ja, gibt da viele Möglichkeiten, genau, an sich. Ja. Ich glaube, was da wirklich wichtig ist, also in allen Säulen entsprechend halt zu arbeiten, eben sei es fußballerisch, mhm, physisch oder eben auch mental, auch nicht zu vernachlässigen. Und ich glaube, wenn man ja höher kommen will, das ist auch, was ich ja immer kenne und auch sage, wenn man höher kommen will, also jetzt in den Leistungsbereich, Spitzensport, dann sollte man sich ja schon an dieses Level anpassen, auch von der Trainingsintensität, ja, weil sonst ist das ja gar kein realistisches Ziel, wenn der im Leistungsfußball immer so viel trainiert, auf einer, ja, sehr hohen Qualität und man selber vielleicht noch im Breitensport ist und dann nur 3 Trainings hat, also dann darf man ja oder sollte man wirklich das halt noch kompensieren entsprechend, um überhaupt die realistische Chance zu haben, dann auch höher spielen zu können, oder? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir kennen auch viele oder wir arbeiten auch mit Youth League Spielern, sage, ja, ich jetzt mal beispielsweise, so ein typisches Beispiel, die haben meistens so 3-mal in der Woche Training. Mhm. Aber viele haben noch den Traum, irgendwie weiter nach oben zu kommen. Natürlich ist es aus dieser Position schwierig, kann man ja nicht anders sagen. Aber die es wirklich wollen, da gibt es viele, die machen dann wirklich zu wenig. Ja. Die machen vielleicht einmal in der Woche noch etwas Zusätzliches, ja, maximal, wenn überhaupt. Und dann hast du die 3 bis maximal 4 Einheiten gegenüber dem Topspieler, der 6 hat und vielleicht noch mal etwas Kleines für sich, genau, separat macht. Ja, und mit vor allem der Zeit, der Abstand, genau, der wird immer größer. Ja. Das sieht man dann oft auch so auf der Stufe der U18, meiner Meinung nach. Ja. Da ist der Unterschied dann ziemlich groß schon oft, ja, wenn man nicht schon früher anfängt. Ja, so klar. Zusätzliche. Weil das sind ja dann, das ist über Jahre, ob du 6 Einheiten hast oder und vor allem, mhm, auch die Qualität, ja, oder? Die Qualität, mhm, ist auch noch wichtig. 6 Einheiten auf einer hohen Qualität oder halt 3 Einheiten auf einer, ich sage jetzt, guten Qualität, aber jetzt nicht Top-Top-Qualität und dann noch ein extra Training, ja, das sind halt dann, der andere macht 3 Einheiten bis vielleicht sogar 4, ja, mehr und über Jahre hochgerechnet ist halt ein Riesenabstand, der entsteht. Ja. Genau, und ich glaube, da braucht es dann viel, auch diese intrinsische Motivation, Eigendisziplin, aber auch das Bewusstsein, hey, unbedingt, wenn ich es wirklich ernst meine, dann muss ich das realistisch ansehen, dieses Ding, und dann halt das, was die anderen mehr machen, selber kompensieren. Und, aber das kann ja auch wieder Chancen mit sich bringen. Also wenn man jetzt wirklich viel auch individuell trainieren kann, was sind da die Chancen jetzt vielleicht gegenüber einem, der schon im Spitzensport spielt? Also als individueller Spieler kann er sich dann vielleicht eigentlich noch schneller verbessern, mhm, in gewissen Bereichen. Ja. Also wenn er richtig betreut wird oder wenn er genau weiß, was er machen muss, kann er natürlich extrem stark werden, mhm, für seine Position und auch aufgrund seiner Charaktereigenschaften, sage ich, ja, jetzt mal. Vielleicht sogar besser eigentlich als einzelner Spieler. Einzige Problem ist dann natürlich, das Tempo im Spiel, ja, von der höheren Stufe, das kann er nicht trainieren. Ja.
oder das Gefühl dort kann er nicht irgendwie aufbauen. Das heißt, er kann sich selber den Rucksack eigentlich packen mit all den Fähigkeiten, dass er den Sprung machen kann. Und vielleicht ist der Rucksack als individueller Spieler, jetzt nicht als Teamspieler, vielleicht sogar besser gefüllt als vom schon Topspieler. Ja. Er muss aber dann noch sich an das Tempo anpassen können. Okay, vor allem bei den Spielen an sich. Ja. Genau, und das kannst du natürlich nicht wirklich trainieren. Gibt es gewisse Sachen, wie man das zumindest annähernd simulieren kann oder so? Also weißt du, dass man die Trainings gewissermaßen, die individuellen so auslegt, dass man vielleicht weniger Mühe hat, sich dann an ein hohes Tempo zu gewöhnen. Was ist da so besonders wichtig? Gibt sicher, also was wir vor allem sehen in den Trainingseinheiten oder in den Trainingsübungen, einfach wie das Tempo, also wie wird eine Übung ausgeführt, so erster Kontakt, schnell spielen, Dribbling im vollen Tempo, dass man da einfach wirklich an die Leistungsgrenze geht. Da weiß man, dass eigentlich technisch schon mal möglich wäre auf diesem hohen Tempo. Mhm. Wie schnell dann der Kopf schaltet im Spiel und so ist nochmal ein anderes Thema, das ist nochmal schwieriger. Ja. Das kann man nur, bis zu einem gewissen Grad kann man sich vorbereiten. Okay, und dann ist wichtig eben, wenn man vorbereitet ist bis zu diesem gewissen Grad an sich, dass man dann halt wirklich um Biegen und Brechen versucht, dann in den Spitzensport reinzukommen oder durch Probetrainings etc. Ja. Das ist dann ein anderes Thema dann, wie man das schafft, aber ist sicher auch möglich. Und dass man dann auch die Praxis hat in den Trainings, eben bei Überzahl, Unterzahl und so. Das merkt man da ja auch schon, wenn die Qualität steigt im Mannschaftstraining, aber dann auch natürlich bei Spielen sozusagen. Ja. Also irgendwann kommt man nicht mehr drum rum, auf diesem Level dann auch natürlich zu spielen, um sich da zu adaptieren, daran zu gewöhnen entsprechend. Ja, mega, mega spannend. Gibt es sonst noch so etwas, was du erkennst, ich sage jetzt bei jemandem, der noch nicht im Spitzenfußball spielt, was gibt es sonst noch wichtige Dinge, die du ihm mit auf den Weg geben würdest, so aus deiner Erfahrung, was du immer wieder erkennst, hey, ich glaube, das sind noch so Blindspots oder so, die wichtig sind. Ja, oft ist es die Einstellung, vielleicht auch gleich zum Thema nochmal von vorher, sie meinen, sie geben Vollgas oder sie meinen, sie führen eine Übung oder so schnell aus, aber machen sie es nicht. Und teilweise merken sie das oft bei uns, wenn wir ihnen zeigen, du musst das so und so machen oder wir pushen sie so, dass sie wirklich schnell agieren. Okay. Dann merken sie, ich hätte jetzt schon 3-4 Jahre auf höherem Tempo trainieren können. Ja. Das heißt, sie gehen oft nicht ganz an die Leistungsgrenze. Mhm. Aber das ist ja genau das, was sie tun müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, nach oben zu kommen. Also das ist wahrscheinlich der größte und wichtigste Punkt. Okay. Richtig, richtig versuchen, riskieren, dann passiert mal ein Fehler, aber das gehört dazu. Weil oft sind sie ein bisschen in der Komfortzone. Aha. Die Mitspieler, Gegner sind ja auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Da passt man sich schnell mal ein bisschen an. Okay, auch spannend, ja. Aufpassen, ja. Immer wieder reflektieren und in jeder Übung Vollgas. Okay. Also wichtig, was ich jetzt rausnehme, Achtung vor Anpassungen. Also du musst quasi überragen bei dem Level, wo du jetzt spielst, also nicht auf das Niveau runterlassen, sondern 1-2 Levels drüber spielen und wirklich die Übungen an sich mit dem Mindset angehen, hey, ich mache das auf maximaler Geschwindigkeit, mit maximaler Intensität und nicht mit 80% oder 90%. Genau. Viele wissen das gar nicht oder merken das gar nicht. Und merken das erst, wenn sie bei uns sind zum Beispiel. Und dann kommen sie auf die Welt und merken, was sie eigentlich auch schon verpasst haben. Aber wichtig, dass man ja dann auch mal sich individuell trainieren lässt. Ja. Je früher, desto besser, dass man das so, wenn es so ist, dass man das sehr früh erkennt und dann auch eben dieses Feedback erhält, was wir am Anfang auch mal besprochen haben im Video, dieses Feedback von außen, nicht, dass man etwas 4 Jahre lang falsch trainiert und denkt, oh scheiße, jetzt habe ich mir etwas angewöhnt, was ich nur noch sehr schwer wegkriege. Weil wenn man jahrelang auf 80% spielt, Intensität, klar, es geht mit gewissen mentalen Techniken dann auch auf die 100% zu kommen, aber besser eignest du dir das schon richtig an, dann musst du es nicht nochmals umlernen. Definitiv, also ich denke, da gibt es viele Talente oder Spieler da draußen, die aus welchem Grund auch immer vielleicht als 10, 12, 13, 14-Jähriger nicht in die Leistungsmannschaften oder nicht aufgenommen wurden, und dann dadurch
beispielsweise in den Youth Leagues oder wo auch immer, immer so ein bisschen auf ihn 80% trainiert haben oder auch gespielt haben, vielleicht sogar teilweise. Und das über Jahre. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Unterschied, wenn wir es vergleichen vom Top-Leistungsspieler, der in der U-Mannschaft natürlich auf einem höheren Niveau immer trainiert. Mhm. Und der Unterschied geht weiter raus, obwohl vielleicht der Spieler sogar talentierter war. Ja, ja. Ja, sehr wichtig. Also ich glaube allgemein, also egal auf welchem Level, wenn man erkennt, dass man gewissermaßen der Beste ist oder die Beste mit einem gewissen Abstand, dann müsste man sich eigentlich die nächste Challenge suchen, dass man nicht mehr, also dass man sich wieder irgendwo orientieren kann, hey, da möchte ich mich wieder hocharbeiten. Also sei das dann halt eine Altersklasse hochzuwechseln etc., dass man einfach wieder dass man gefordert wird und gar nicht die Möglichkeit hat, sich nach unten anzupassen irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein hilfreicher Tipp. Aber eben dafür braucht es halt natürlich auch die Reflexion, oder? Wer nicht reflektiert ist, sich gar nicht diese Fragen stellt, dann macht man halt einfach und dann ist es so mega dem Zufall überlassen, ob das jemand von außen erkennt oder nicht. Und genau. Ja, sehr, sehr spannend. Das war's mit dem zweiten Teil und ich hoffe, ihr konntet einiges erfahren und einige neue Erkenntnisse sammeln für das Personal Training bei uns. Unten in der Videobeschreibung schauen, aber auch für das Mentaltraining mit Football Leverage. Es wird sicher wieder auch weiteren Content geben. Daher abonnieren bei beiden Channels, liken und kommentieren. Danke fürs Zuschauen.